Hallo Leute, heute zeige ich euch einen kleinen Zaubertrick mit einer Streichholzschachtel und einer Münze. In der Streichholzschachtel befindet sich noch nichts. Die Münze kommt unter die Streichholzschachtel. Dann macht ihr eine magische Handbewegung und die Münze ist in der Streichholzschachtel. Jetzt zeige ich euch, wie das Ganze funktioniert. Der Trick ist ganz einfach. Ihr braucht einfach nur zwei gleiche Münzen, eine leere Streichholzschachtel und natürlich Klebeband. Am besten beidseitiges Klebeband. Ich habe jetzt aber nur einseitiges und habe es deshalb um 360 Grad zusammengeklebt. Das funktioniert auch. Die eine Münze kommt schon davor in die Streichholzschachtel. Am besten ganz unten ins Eck. Dann, wenn ihr behauptet, dass die Schachtel leer ist, öffnet ihr es nach Gefühl nur so weit, dass man die Münze nicht sieht. Ihr müsst sie dabei leicht schräg halten, dass die Münze nicht rüberrollt, sondern immer leicht schräg halten, dass sie ja unten im Eck bleibt. Dann schließt ihr die Schachtel wieder, nehmt die Münze und drückt die Streichholzschachtel leicht drauf, so dass es nicht auffällt. Schon klebt die Münze am Tesafilm dran. Nun nehmt ihr die Streichholzschachtel hoch und kippt sie ein kleines bisschen nach rechts, sodass die Münze auf die richtige Position rutscht. Dann öffnet ihr sie ganz einfach nur noch und behauptet, die Münze sei vom Deckelboden in die Streichholzschachtel gewandert. Ich hoffe, der Trick hat euch Spaß gemacht und ihr könnt ihn auch euren Freunden oder Familienmitgliedern vorführen. Viel Spaß dabei und tschüss.